zur Top 10 Show bei Pearl TV. Wir zeigen Ihnen die aktuellen Bestseller von Pearl. Top 10 Show der Technikprodukte heißt es jetzt, liebe Zuschauer. Und das wird richtig spannend, denn Technik, das interessiert. Und was sind da die Bestseller, die Top 10 Produkte aus dem Bereich Technik? Das erfahren Sie heute hier bei uns. Und ich will Sie gar nicht lange auf die Folter spannen. Die Plätze 10 bis 1 werden Sie jetzt sehen. Wir beginnen mit Platz Nummer 10. Und auf Platz Nummer 10 hat es ein Stereo-Regallautsprecher-Set geschafft, Ralf. Das ist natürlich auch mal was ganz, ganz Spannendes. Die Leute scheinen sich für das Thema Musik, für das Thema Klang zu interessieren. Ich sage das ja auch immer bei Computern, dass es immer mehr im Kommen, solche Aktivlautsprecher, die Bluetooth-fähig sind, die ich jetzt einfach nur einstecke und praktisch ohne Fremdgeräte benutzen kann. Mhm. Ja, also hier jetzt einfach ganz klar Bluetooth-Fähigkeit. Ich verbinde die zwei Boxen miteinander. Da ist praktisch schon der Verstärker mit drin. Brauche ich nicht. Wir haben hier eine unglaubliche Leistungsstärke, knapp 80 Watt. Und jetzt brauchen wir gar nichts anderes mehr. Du kannst erstens mal hier moderne Medien abspielen. Mhm. Wenn wir hier auf der Seite sehen, haben wir hier einen USB-Steckplatz. Das heißt, hier ist ein MP3-Player drin. Also ich stecke meinen USB-Stick rein und spiele ab. Gleichzeitig oder nicht gleichzeitig, sondern stattdessen könnte ich hier auch mein Smartphone laden auf dem Regal. Das würde auch gehen. Dann haben wir aber natürlich noch was. Wir haben Lautstärke und die Bässe, die wir regulieren können. Und wir haben auch einen Stereo-Cinch-Eingang hier, wo ich auch noch externe Geräte per Cinch anschließen kann. Jetzt nur mal ältere Geräte, die wir haben, vielleicht ein Tape-Deck noch oder ein Plattenspieler, den kannst du hier anschließen. Jetzt positionierst du die, du hast genügend Kabel und kannst jetzt leistungsstark hier eben Musik hören. Und das ganz entspannt dann auch natürlich von den modernen Medien aus, wenn ich möchte. Das ist natürlich richtig im Kommen. Und Sie sehen auch, das Produkt ist neu bei uns hier im Programm und ist direkt hier in unserer Top 10 Technik auf Platz Nummer 10 eingestiegen. Und du hast jetzt einfach mal einen USB-Stick reingesteckt, ne? Nein, ich habe es jetzt einfach eingeschaltet. Schau mal, also jetzt, klar, Musik läuft jetzt vom USB-Stick. Nach dem Einschalten ist der sofort verbunden, wenn du einen USB-Stick drin hast. Und jetzt Achtung. Oh, satter Klang, ne? Das ist wirklich ein richtig satter Klang. Ich mache es jetzt auch wieder leiser, dass wir uns unterhalten können. Und den kannst du jetzt eben holen über Bluetooth oder du kannst auch hier nochmal ein externes Gerät einstecken. Also das ist ein toller Klang hier. Dann haben wir natürlich diese wunderschönen Holzchassis hier. Also das ist eine Qualität, die begeistert. Und wer mal versucht hat, so hochwertige Aktivlautsprecher irgendwo zu kaufen, der weiß, dass so ein paar mit Media Player, also mit hier MP3-Player drin und Bluetooth-Fähigkeit normalerweise nicht unter 100 Euro zu bekommen sind. Und hier haben wir es zum TV-Sonderpreis von 56,91 Euro. 56,91 Euro, liebe Zuschauer, das ist der TV-Sonderpreis für Sie. Wenn auch Sie sagen, nach genau sowas habe ich gesucht, Markenqualität aus dem Hause auf Visio, die wir Ihnen hier heute anbieten dürfen, in dieser Top 10 auf Platz Nummer 10, diese tollen Aktiv-Bluetooth-Stereo-Regal-Lautsprecher-Boxen im Set, dann direkt zugreifen, die Kollegen im Call Center sind jetzt auch für Sie da unter der 0180 51 51, dreimal die 2, Ihre Bestellnummer hier, die ZX1620 und die 569. Und was hier natürlich auch beeindruckend ist, ist die Einfachheit, wie einfach das geht. Ich muss natürlich das Stromkabel einstellen, hier haben wir Strom, ja, und da schließt du praktisch an die erste Box, die zweite Box an, einfach einstecken per Cinch, das ist so genial gemacht und dann ist es fertig installiert. Dann entweder USB-Stick rein oder per Bluetooth verbinden. Also einfacher kann es nicht sein. Und der Klang, ich glaube, der überzeugt jeden. Der überzeugt absolut. Sie sehen es, einfache Installation, einfache Benutzung, sehr bedienerfreundlich hier das Ganze, wie Ralf gerade schon gezeigt hat. Und der Klang, satter Klang, den Sie hier nach Hause bekommen. Und das nicht für 150 Euro knapp, das ist die unverbindliche Preisempfehlung vom Hersteller, sondern für 56,91 Euro TV-Sonderpreis an der Stelle. Ein neues Produkt, unglaublich beliebt und direkt auf Platz 10 unserer Top 10 Technik eingestiegen. Mit der Bestellnummer ZX1620 und der 569 kommen diese Stereo-Regallautsprecher im Set auch zu Ihnen nach Hause, liebe Zuschauer. Deshalb da gleich in die Leitung gehen, wenn Sie da zugreifen möchten. Das ist immer ganz spannend zu sehen, was sich
auch die anderen Zuschauer bestellt haben, was da gerade ganz aktuell beliebt ist. Und weiter geht es hier in der Top 10 mit ihrem Platz Nummer 9. Und auf Platz Nummer 9 bleiben wir beim Thema guter Klang, guter Sound und wenden uns dem Thema Fernsehen zu, denn auch da möchten wir natürlich ein sattes Klangerlebnis haben, während wir unseren Lieblingsfilm schauen. Und da haben wir jetzt eine 6-Kanal-Soundbar hier und die sieht spektakulär aus, Ralf. Ist auch spektakulär, schon allein von der Leistung her. 250 Watt Spitzenleistung und das hier jetzt wirklich sehr, sehr umfangreich. Das ist unser größtes, unser Flaggschiff, kann man da sagen, an Soundbar. Sieht beeindruckend aus. Jetzt müssen wir natürlich kurz noch ein Wort verlieren. Warum gibt es Soundbars? Ganz einfach, weil die Fernseher zwar immer größer und immer schärfer werden, aber die Boxen nur noch nach hinten verbaut ausgeliefert werden, beziehungsweise nach unten. Das heißt, du sitzt vor dem Fernseher und da kommt nur ein Bruchteil der Klangqualität ein. Und das gleichst du eben durch so eine Soundbar aus. Hier haben wir unsere größte. Und wenn ihr gleich mal die Abdeckung, ich darf dich bitten, wir mal zu helfen, die Abdeckung abmachen, dann sehen wir auch, was sich dahinter für ein Geheimnis verbirgt. So kann man es natürlich auch stehen lassen, mal zeigen, was man hat. Und das sind insgesamt 15 Boxen, die hier verbaut sind. Die sind übrigens in 5 Gruppen unterteilt. Und so kann ich hier auch per Knopfdruck auf der Fernbedienung einen sensationellen 3D-Sound hier mir kreieren. Das heißt, du hast so einen räumlichen Klang. Also dann kommt nicht alles von vorne. Da sehen wir das mal ungefähr simuliert. Das wird praktisch in verschiedenen Dimensionen und Lautstärken in den Raum gesendet. Und dementsprechend hast du dann dieses komplette Erleben des Sounds. Hier spielen wir es jetzt auch. Die Musik, die wir gerade hören, per USB-Player ab. Sie sehen, das Orange, das Kleine, ist ein USB-Stick. Das ist natürlich auch jederzeit möglich. Mhm. Bluetooth-fähig, selbstverständlich auch. Und der Fernsehanschluss ist auch unglaublich einfach, weil wir haben hier sogar 3 HDMI-Anschlüsse. Das heißt, du gehst im Fernseher und kannst auch 2 andere Geräte noch im Eingang anschließen. Zusätzlich haben wir hier auch noch Stereo-Cinch-Anschlüsse, die sehen wir. Mikrofonanschlüsse sogar. Du könntest also auch hier ein bisschen über diese Anlage singen. Und das Ganze unterstützt auch eine 5.1 Soundquelle mit diesem 6-Kanal-Digitaleingang, wenn du das denn möchtest. Bester Klang für Ihren Fernseher, für Ihr Fernsehbild, Ihre Lieblingsfilme, aber dann natürlich auch weitere Möglichkeiten, um Musik mal so abzuspielen, Sie haben es gehört, über einen USB-Stick, über Bluetooth, ist kein Problem für diese tolle Anlage, die wir Ihnen heute für 284,91 Euro anbieten dürfen, liebe Zuschauer, versandkostenfrei. Innerhalb von 2 bis 3 Werktagen ist sie bei Ihnen. Optisch, wir haben jetzt die Blende abgenommen, ein absolutes Highlight. Da kann man selber entscheiden, möchte man die Blende dran lassen, möchte man die Blende abnehmen. Zeigen, was man hat, kann man natürlich jederzeit, Blende weg. Oder ich mache es ganz dezent und dann ist jeder Gast mal überrascht, was hier für ein Wumms rauskommt. Obwohl ich natürlich sagen muss, jetzt hier bei diesen 250 Watt starken Boxen, insgesamt bei dieser Soundanlage, geht es natürlich nicht nur um Lautstärke, sondern je mehr Möglichkeiten du hast, desto klarer klingen die Töne auch in kleinen Lautstärken. Ja? Mhm. Das ist ja auch ganz wichtig. Die Sprache wird wieder viel verständlicher und Filme schauen ist eine ganz andere Dimension. Man schaut die Filme nicht nur, man erlebt sie, man fühlt sie wieder. Und auch die Presse hat sich natürlich geäußert zu unserer neuesten Soundbar hier und die ist voll des Lobes. Das Fazit hier ist, mit der großen Auvisio Soundbar kann man es einen Zacken stärker krachen lassen, bis die Nachbarn protestieren. Außerdem wird gerade auch die TV-Sprache über die 300 € Soundbar deutlich klarer und präsenter. Vor allem Dingen, wenn man die mitten über die Fernbedienung entsprechend anhebt. Ja, vielen Dank für diese Pressemitteilung. Da steht auch was ganz, ganz Wichtiges drin. Das haben die jetzt auch festgestellt. Und zwar geht es natürlich um das Erleben von Blockbustern, aber auch, wenn Sie ganz normale Nachrichten anschauen. Ja? Und an den neuen Fernsehern sind die Boxen eben hinten. Das ist, als würden wir zwei uns unterhalten und ich drehe dir den Rücken zu. Ja? Mhm. Und hier sprichst du eben wieder mit den Leuten und zwar direkt. Und das macht natürlich dann auch wieder durch diese vielen Boxen die Verständlichkeit. Und wenn ich dann Blockbuster anschaue, dann mache ich die Musik einfach auch mal ein bisschen lauter. Ich darf das auf der Fernbedienung. Platz Nummer 9 in der Top 10 Technik, liebe Zuschauer.
und sich Sattentank für Ihren Fernseher nach Hause. Das Musikerlebnis für zwischendurch mit dieser tollen 6-Kanal 3D-Soundbar. ZX1603 und die 569 ist hier Ihre Bestellnummer. Das ist ein Erlebnis, das ist spektakulär. Und wenn Sie schon länger überlegt haben, soll ich eine Soundbar, soll ich nicht? Jetzt ist der richtige Zeitpunkt gekommen, gerade zu unserem fantastischen TV-Sonderpreis, den wir Ihnen hier heute anbieten dürfen. Versandkostenfrei wird selbstverständlich für Sie geliefert, liebe Zuschauer. Deshalb jetzt gleich anrufen und sich diese tolle Soundbar nach Hause holen. Wie schon viele Kunden vor Ihnen, denn die können sich nicht irren. Hier auf Platz Nummer 9 in dieser Top 10 Technik. Ein sehr beliebtes Produkt hier bei uns aus dem Technikbereich. Unsere tolle 6-Kanal Soundbar. Fantastisch. Ich würde persönlich die Blende auch abnehmen. Ich würde das zeigen. Bleib weil ich mal, ja, ich finde das auch toll, wenn die Blende dann ab ist. Schön ist es, wenn es so unscheinbar aussieht und die Gäste kommen und du sagst, guck mal, und dann machst du lauter und dann machst du erst die Abdeckung und sagst, guck mal, was ich habe. Ja? Das ist der Tipp vom Fachmann. Sie haben es gehört, liebe Zuschauer. Weiter geht's hier in der Top 10 Technik mit Platz Nummer 8. Und auf Platz Nummer 8 haben wir einen fantastischen Weltenempfänger. Ja, ohne IN, Weltempfänger. Und den kennen unsere Zuschauer mit Sicherheit, so wie ich noch aus den 70er, 80er Jahren. Da gab es solche Weltempfänger von verschiedenen Firmen. Die waren damals schon etwas größer und unglaublich teuer. 200, 300 D-Mark damals. Der Vorteil war natürlich, ich konnte über alle Frequenzen hier beste Musik- oder Radiosender weltweit hören. Und das können wir hier auch. Stabantenne raus und egal wo sie sind, batteriebetrieben ist es. Und dann kannst du auswählen. Ein FM-Band haben wir, ein Mittelwelle-Band und wir haben auch 7 Kurzwellenbänder, die wir haben. Einfach einzuschalten über an aus und dann gehst du über die Frequenzbereiche, stellst du unten das Band ein, was du willst und dann suchst du Sender. Ganz egal, wo du auf der Welt bist, du wirst mit diesem Weltempfänger, und deshalb heißt er auch so, wirst du auf der ganzen Welt hier Radios empfangen. Manche deutsche Sender senden auch noch über diese Kurzwelle und das ist eben dann auch weltweit zu empfangen. Übrigens war es auch im Kalten Krieg zum Höhepunkt, wurden solche Weltempfänger immer empfohlen, weil wenn dann mal die normalen Frequenzen kaputt sind, über Kurzwelle wird immer noch gesendet. Der ein oder andere von Ihnen kann sich da noch dran erinnern. Also hätten wir mal eine Katastrophe, hätte ich hier über den Kurzwellenempfänger die Möglichkeit, dann auch noch trotzdem Informationen mir zu besorgen. Davon gehen wir jetzt mal nicht aus, sondern wir gehen einfach davon aus, dass ich irgendwo am anderen Ende der Welt am Strand liege, hier meinen kleinen Weltempfänger auspacke. Und klein ist hier wirklich das Stichwort, weil, schauen Sie mal, der ist so groß wie eine Handfläche, passt also in die Jackentasche, also auspacken und Musik hören, wo immer Sie sind. Und das auch noch sehr, sehr leistungsstark, kabellos natürlich, mit Batterie betrieben, 9-Band-Weltempfänger. Nochmal 7 Kurzwellenbänder haben wir hier, eine Mittelwelle und ein FM. Also für sämtliche Sender genau das Richtige. Also ideal auch zum Mitnehmen vielleicht für den Urlaub. Jetzt ist ja auch wieder die Draußenzeit, wo man viel unterwegs ist, mit dem Fahrrad vielleicht, wo man zwischendurch mal ein Päuschen macht auf irgendeiner Bank, irgendwo im Grünen. Da kann man den ja immer dabei haben, weil er dieses tolle Hosentaschenformat hat. Richtig, ja, also ohne Probleme überall hin mitnehmen. Früher, das kennt man auch noch, die Bilder, also gerade in den 80ern, da war es ja üblich, mit so Ghetto-Blastern auf der Schulter rumzulaufen. Brauchst du heute nicht mehr, wenn du Musik hören willst, dann nimmst du einfach so ein kleines Gerät mit. Und ich höre sehr, sehr gerne Radio, weil ich dann auch noch ein bisschen, also gerade wenn du im Ausland bist, also hier Radio zu hören, dann kannst du auch über die Kurzwelle deutsche Sender empfangen und das ist dann immer noch so ein bisschen, ein Stückchen Heimatgefühl, wenn man so ein klein wenig Heimweh hat, wenn man irgendwo in der Dominikanischen Republik zum Beispiel ist, kannst du das ausgleichen, aber es geht auch um die Ecke am Baggersee oder im Schwimmbad, nur nicht zu laut einstellen, damit die Nachbarn nicht belästigt werden. Und sowas Tolles jetzt für 9,41 Euro, liebe Zuschauer, allein wenn man da ganz entspannt vielleicht auch auf dem Balkon, auf der Terrasse sitzt. Ne? Da macht man sich's gemütlich und da kann man da einmal durchschalten, kann man so hören, was man da dann im Programm bekommt, was man da so empfangen kann. Das ist, glaube ich, auch ganz, ganz spannend. Also eine tolle Sache für 9,41 Euro. Ja, ich war mal draußen, also man muss wissen, wir drin sind wir komplett abgeschirmt. Ich bekomme hier keine Radiowellen, aber draußen, und das ist so interessant, was für Sender du bekommst. Sprachen, die habe ich nicht mal erkennen können. Ich weiß nicht, irgendwas Asiatisches war es noch über die Kurzwelle, aber
schon allein das mal auszuprobieren und zu suchen. Und das geht ganz einfach. Sie sehen hier unten, können Sie das Band einstellen, gut beschriftet, 7 Kurzwellenbänder, 2, also Mittelwelle FM. Und dann gehe ich einfach hier auf die Seite und da ist die Lautstärke. Und dann kann ich hier, das sehen Sie noch hier, den Sender einstellen, Millimeter für Millimeter durch. Und da bin ich mir sicher, mit dieser Stabantenne werden Sie einige tolle Sender empfangen. Mit der PX1993 und der 569 können Sie da jetzt zugreifen. Auch dieses Produkt neu bei uns im Programm und schon auf Platz Nummer 8 eingestiegen. Ja. Da gibt es viele Fans von, die sich dafür interessieren, gerade für das Thema Radio. Und hier natürlich dieser tolle Weltempfänger für 9,41 Euro jetzt im Programm, liebe Zuschauer. Klein und kompakt im Hosentaschenformat bekommen Sie den nach Hause. Erinnerst du dich, was ich vorhin gesagt habe, die Weltempfänger 70er, 80er Jahre, die haben 200-300 D-Mark gekostet. Überleg mal. Und das, die Technik ist natürlich heute viel weiter und dann keine 10 Euro mehr. Mhm. Also das ist schon mal ein richtig toller Preissprung, vor allem in die richtige Richtung. Man sagt ja oft, alles wird viel, viel teurer. Das ist bei den Weltempfängern nicht so. PX1993 569 nochmal Ihre Bestellnummer für unseren Platz Nummer 8 in der Top 10 Technik. Und hier geht's weiter mit Platz Nummer 7. Und auf Platz Nummer 7 haben wir ein ganz, ganz kleines Produkt, das aber riesig ist in der Wirkung. Gell? Ja, ich muss sagen, da ist man eigentlich genau auf meine Bedürfnisse eingegangen. Du kennst das, diese In-Ear, also im Ohr Bluetooth-Empfänger, die sind normalerweise dreimal so groß. Und dann hast du so einen riesen Klotz im Ohr. Ja, ich finde, das sieht auch nicht vorteilhaft aus. Jetzt haben wir hier ein In-Ear-Headset. Das sieht wirklich unglaublich gut aus, weil es ist gerade mal ja ein bisschen größer als Ihr Ohrloch und da unsichtbar. Also es geht nicht, steht nicht übers Ohr heraus. One-Touch-Bedienung, also mit einem Touch einfach dran. Gespräche annehmen, Sprachsteuerung unter Umständen hier koordinieren oder dann auch Gespräche wieder auflegen. Das geht alles und zwar in höchster Klangqualität per Bluetooth mit Ihrem Smartphone verbinden und sobald Ihr Telefon klingelt und das haben wir gerade gesehen, besonders beim Autofahren natürlich sehr wichtig, weil ich mein Smartphone nicht in die Hand nehme und du musst es auch nicht in die Hand nehmen. Du tippst jetzt einfach genau auf diesen Knopf, wo du jetzt gerade ein bisschen drauf drückst, da tippst du drauf und dann hast du das Gespräch angenommen und das vor allem bei allerbester Sprachqualität und zwar in beide Richtungen. Du verstehst den Anrufer hervorragend und auch er versteht dich hervorragend. Das ist ganz lustig, ne? Weil das so ganz klein ist, ganz ungewohnt, das merkt man gar nicht, das wiegt ja auch gar nichts. 6 Gramm. Das ist eine ganz neue Art dann natürlich auch quasi zu telefonieren, weil normalerweise hat man ja diese großen Headsets, man hat dann immer irgendwas Großes da irgendwo im Ohr und jetzt ist das so ganz klein, ganz dezent. Das nimmt man gar nicht mehr richtig wahr, das ist richtig toll. Wenn du es mal drin hast, wirst du es irgendwann gar nicht mehr merken und überhaupt nicht mehr dran denken, dann klingelt das Telefon, aber ich muss ja nur auf das Knöpfchen hier drücken am Öhrchen und dann habe ich das Gespräch entgegengenommen. Also das ist mal wieder eine ganz, ganz tolle Sache. Übrigens auch akkubetrieben, das heißt, ich kann den ganzen Tag telefonieren, abends lege ich mein In-Ear-Headset einfach ans Ladegerät und dann ist es für den nächsten Tag hier wieder hervorragend gefüllt und ich kann natürlich wieder den ganzen Tag telefonieren. Hoppla. Oh toll, und das für 9,41 Euro, ne? Also das ist mal eine tolle Sache hier. Finde ich genial. Gerade natürlich auch dann fürs Auto, wie wir es hier sehen, zu Hause, im Büro. Und das ist ja kompatibel zu allen Smartphones, iPhones und so weiter. Kann ich überall bestens verwenden. Im Auto, auch gerade überhaupt beim Fahren. Also man sieht immer mehr Radfahrer auch mit dem Handy in der Hand. Ich finde das verantwortungslos. Da ist es ja eigentlich noch schlimmer als beim Autofahren. Und jetzt machst du so ein Headset rein, kannst sofort eben während dem Radfahren auch, also auch ein kleiner Tipp für die Radfahrer, telefonieren. Aber für die Autofahrer, ja, selbstverständlich. 9,41 Euro, ZX1624 und die 569 nochmal die Bestellnummer. Ein tolles Produkt auf Platz Nummer 7. Hier geht's weiter mit Platz Nummer 6. Musik.
Und Platz Nummer 6 in unseren Technik-Highlights hier ist der Fensterputzroboter, liebe Zuschauer. Unser Profi-Fensterputzroboter. Und der hat diesen Platz Nummer 6 auch verdient. So ein beliebtes Produkt hier bei uns. Ja, natürlich, weil es mir einen Großteil der unbeliebtesten Hausarbeit abnimmt, nämlich das Fensterputzen und noch vieles, vieles mehr. Aber beginnen wir mal mit Fenster. Jetzt ist man ja gerade so, die Sonnenstrahlen kommen durch und jetzt will man natürlich auch wieder alles auf Vordermann bringen, wie man so schön sagt. Zum Beispiel auch außen die Fenster. Jetzt habe ich aber hohe Außenfenster oder... Ich wohne im zweiten oder dritten Stock und dann ist es auch sehr gefährlich, die zu putzen. Und der Putzerfolg ist oftmals auch nicht ganz befriedigend, sodass ich oftmals Fensterputzen zwei- oder dreimal wiederholen muss, bis endlich alle Streifen weg sind. Jetzt kann ich das einfacher haben. Ich setze unseren Roboter an und wir sehen hier den ganz normalen Herbst-Winter-Staub, der auf vielen Scheiben jetzt drauf ist. Oh, ja. Da kommen jetzt noch Pollen dazu, das ist der Straßenstaub. Ja? Und da siehst du mal dieses Putzergebnis. Der fährt hoch und runter. Ja, und macht das auch relativ zügig, aber wie lange der braucht, ist eigentlich total egal, weil du musst dich ja nicht drum kümmern, du setzt ihn nur an und lässt ihn putzen und er ruft dich auch, wenn er fertig ist, wenn eine Scheibe, wenn seine Sensoren melden, die Scheibe ist sauber, dann gibt er einen Piepton von sich und sagt dir, komm, setz mich ans nächste Fenster. Das ist doch fantastisch, liebe Zuschauer, oder? Das ist das, was Sie sich immer gewünscht haben. Nicht mehr putzen müssen, sondern ab jetzt putzen lassen. Der macht das so fantastisch. Wir sehen ihn hier im Einsatz, wie schön sauber die Scheibe wird. Und der Schmutz wird hier in diesem Mikrofasertuch dann perfekt aufgefangen. Richtig, wir haben insgesamt 6 Mikrofaserpads im Lieferumfang enthalten. Da haben wir 3 relativ flache, 3 etwas gröberen. Die gröberen sind dann für trockenen, polieren, fürs Putzen also, den Staub wegmachen. Und wenn ich dann noch ein bisschen feucht putzen will, was ich auch kann, dann nehme ich die gelben. Und dann kann ich aber auch noch viele Reinigungsmittel sparen, weil ich sprühe einfach mal die 4 Ecken ganz klein wenig ein und lasse ihn dann losfahren. Und da wird man sehen, da ist der meiste Schmutz mit Sicherheit schon weg. Wenn es doch noch ein bisschen hartnäckiger ist, einfach nochmal drüber fahren lassen. Aber jetzt habe ich gesagt, nicht nur für Fenster. Und das ist nochmal eine Erleichterung, weil das gilt für alle glatten Flächen. Das gilt zum Beispiel für große Spiegelschranktüren, die ich hier effektiv putzen kann. Große Spiegel allgemein. Und dann jetzt gehen wir mal ins Bad oder in die Toilette. Die Kacheln, die Fliesen dort. Ja, da haben wir ja ein komplett einen Fliesenspiegel, also meistens sind ja Bäder bis unter die Decke komplett gefliest. Und wenn man da mal richtig dran geht zu putzen und eine Fliese nach der anderen schrubbt, dann ist man stundenlang dran. Hier kann ich mir die Zeit sparen. Es ist bequem, ich lasse ihn einfach fahren. Ich widme mich mit meiner wertvollen Zeit, die ich jetzt wieder gewonnen habe, einfach angenehmeren Sachen zu und kann das hier einfach machen lassen. Und ich finde das eine richtig tolle Sache. Und es ist jetzt nicht nur Bequemlichkeit, es ist natürlich auch eine Sicherheitsfrage. Jetzt gerade wieder beim Fensterputzen. Je älter du wirst, desto wackeliger wirst du auch auf den Beinen. Das gibt es also auch genaue Statistiken dazu. Und wir merken das ja auch. Ja, also mit 30 hätte ich mir nie vorstellen können, dass ich jetzt mit 50 so nicht mehr so gerne auf Stühle steige oder auch auf Leitern, weil einfach die Sturzgefahr mit jedem Lebensalterjahr ein bisschen steigt, klar. Und um solche Stürze zu vermeiden, dann nehme ich jetzt einfach diesen Fensterputzroboter. Da muss ich nicht klettern, sondern das macht der Roboter für mich. Und wir haben ganz viele Testurteile bekommen von ganz vielen Medien, die hier natürlich schon getestet haben, die total begeistert waren, liebe Zuschauer. Wir können hier mal reingucken gemeinsam. Das ist fantastisch. Hier sehen Sie Testurteil gut. 4,5 von 5 Sternen zum Beispiel. Die sind alle total begeistert, was diesen Fensterputzroboter angeht. Hier auch eine Pressestimme, die sehr, sehr begeistert ist. Dann haben wir hier weitere Testurteile. Guter Rat hat den getestet mit gut. Dann haben wir hier ein weiteres Testurteil dann auch im Verlauf von Die Zeit. Die haben den auch getestet, haben geschrieben, die Scheibe ist wirklich fantastisch sauber geworden und man kann sogar halt im Dunkeln putzen, ne? Was man halt normalerweise nicht kann. Das ist natürlich fantastisch. Technology Review hat auch getestet, hat auch gesagt, fantastisch. Also ganz viele Pressemitteilungen, die wir hier zu diesem tollen Fensterputzroboter haben, die wirklich hier alle fantastisch sind, liebe Zuschauer. Und es ist sensationell. Ich habe ihn privat auch schon getestet. Einfach nur
toll, weil das so eine lästige Arbeit ist, richtig, die einem jetzt erspart wird. Unglaublich einfach in der Bedienung, vielfältig einsetzbar. Jetzt reden wir natürlich, wir haben von Fensterscheiben gesprochen und Fliesen, aber auch natürlich für Wintergärten, die ja oftmals Dachschrägen das haben. Ist bei mir zu Hause. Für große, siehst du, da sehen wir mal eine Balkontür von dir, musst du eben nicht selber machen, was auch für viele mühselig ist. Wir reden immer von Höhen, aber auch die Tiefen. Du musst ja, um bis ganz runter zu putzen, musst normalerweise auf die Knie gehen. Und dann, wir kennen das alle ab einem gewissen Alter, ich habe Rücken, ich habe Knie. Ja, das ist dann ganz egal, weil dieser Fensterputzroboter, der macht das alles ganz, ganz alleine und ohne, dass ich mich anstrengen muss und vor allem ohne, mich in Gefahr zu begeben. 284,91 Euro für diese unglaubliche Hilfe, die Ihnen die Arbeit abnimmt, liebe Zuschauer. Da können Sie jetzt zugreifen. Unser Platz Nummer 6 hier in der Top 10 der Technikprodukte mit der Bestellnummer NC3909 und der 569. Die Kollegen im Callcenter sind jetzt nochmal da für Ihre Bestellung. Ihre Lieblingsplätze hier in der Top 10 Technik, die Plätze 10 bis 6, die wir Ihnen jetzt hier zeigen durften. Da können Sie jetzt schon mal in die Leitung gehen und da zugreifen und sagen, oh ja, das Produkt hat mir auch sehr gut gefallen. Dann da bitte direkt schon mal zugreifen. Nicht, dass es dann ausverkauft sein sollte, liebe Zuschauer. Da gleich direkt bestellen. Sie können auch im Internet bestellen. Auch da bekommen Sie die tollen TV-Sonderpreise. Und jetzt gibt es hier eine kurze Unterbrechung. Und dann geht es aber direkt weiter mit den Plätzen 5 bis 1. Deshalb bleiben Sie dran. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es dann direkt weiter.